Hallo, ich zeige euch heute meine Schminksammlung und ich stehe schon, weil wir auch gleich loslegen. Ja, das Video war ja wirklich hoch angefragt und ich weiß nicht, ich gucke sowas irgendwie, mich interessiert das irgendwie nicht so sehr, so die Schminksammlung von anderen, außer ich brauche irgendwie Inspiration für die Aufbewahrung oder so. Aber ja, ich habe gedacht, dann mache ich das jetzt einfach mal schnell für euch. Und ja, es gibt auch gar nicht mehr zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ich für nach eurer Meinung viel Make-up habe oder nicht so viel, weil also ich bin ja 16 und meine Freunde finden zum Beispiel, ich habe total viel Make-up, aber ich glaube, es gibt auch einige unter euch, die noch viel, viel mehr haben. Also würde mich das mal interessieren, wie alt ihr seid und ob ihr ungefähr genauso viel Make-up habt, weniger oder mehr. Und über Videoantworten würde ich mich auch sehr freuen. Und dann fangen wir gleich mal an. So, also das hier ist meine Schminkecke. Ich habe hier diese Kommode. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil ich habe ja nur einen begrenzten Zeitraum für das Video und deswegen. Also das hier ist meine Kommode. Das ist die Hemmnis von IKEA. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie teuer die war. Da hat mich auch einige gefragt. Ich glaube 200 Euro. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das könnt ihr auf der IKEA-Website mal nachschauen. So. Die hat halt drei Schubladen und in der obersten ist mein Make-up drin, in der zweiten ist Unterwäsche und Schlafanzüge und sowas. Und ganz unten ist noch so Krimskrams. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich kann es euch noch nicht zeigen, weil da gerade Pakete waren mit meiner Adresse drauf. Ja. Also, ich fange am besten mal hier oben an, der Spiegel. Hallo, okay. Unordnung, ja, nicht beachten. Der Spiegel ist von IKEA, der hat hier dann diese Teile. Und da habe ich halt total viel dran gehängt. Also hier ist meine Konfirmationskette, dann hier, wie nennt man das, Talisman? Ne, ich weiß nicht genau, so ein Traumfänger. Das Ding habe ich mir selbst gemacht, dann so eine Elefantenkette, da ein Ring, dann noch ein Ring. Ich bin nicht so der Ringtyp, mir passen die irgendwie nie. Ein Haarreif, noch ein paar Haarreifen, ein paar Armbänder. Und hier ein paar Ketten, ja. Dann meine Catwalk-Feeling, Postkarte und meine Sonnenbrille. So, dann geht's hier weiter. Ich hoffe, ich mache das alles so richtig. Also, ja. Dann geht's hier weiter. Hier habe ich meinen Tangle-Teaser. Den benutze ich aber irgendwie nicht so oft. Dann habe ich hier zwei Kisten. Das Ding hier, das ist ein Stein, den habe ich mir selbst geschliffen. Ein Lindosterhase. Und so ein Leuchtding, das leuchtet im Dunkeln. Dann hier so eine Creme. So, dann haben wir hier meinen Schmuckbaum. Das ist einer von IM. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und ja, da habe ich so ein paar Ohrringe dran gehängt. Diese hier sind zum Beispiel von Accessorize aus dem vorletzten Winter. Primark-Ohrringe hier von Essence aus der Naturista.de. Der Stein, das ist so eine Muschel. Wenn du dir den ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Und ich glaube, das habe ich aus Cuxhaven. Das hier ist einfach so ein Dekoglas mit einem Teelicht. Das hier habe ich bei Depot gekauft und da hat mir die Abonnentin vor längerer Zeit mal einen Tipp gegeben, die grüne, unreife Kirsche rot anzumalen mit Nagellack. Das habe ich dann auch gemacht und da sind einfach Haargummis drin. Hier noch ein Spiegel. Hallo. Dann hier meine Primark-Kerze. Aber ja, da ist einfach eine Kerze drin. Ich kriege das jetzt nicht auf. Hier ein Engel, den habe ich mal von Orlando geschenkt bekommen. Und hier meine Pinselaufbewahrung. Und ich weiß nicht, warum da eine Wäscheklammer dran hängt. Und ja, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das kann ich euch in die Infobox verlinken. Hier sind dann einfach noch so Bobbypins und so drin. Und ja. Jetzt wird es schon etwas spannender, denn wir öffnen die Schublade. Okay, also erstmal grobe Übersicht und jetzt gehe ich ins Detail. So, ich fange mal bei der Pflege und sowas an. Es ist ziemlich viel, wie ich finde. Kann für den einen oder anderen auch anders sein. Also vielleicht habt ihr noch mehr. Aber hier habe ich verschiedene Deos. Von Isana ein Deo Spray Exotic. Dann hier Dove und Garnier. Dann hier noch das hier, was ich übrigens auch sehr, doch ganz gut finde. Dann hier noch mein Waschgel von Revive the Look. Meine Heilerde-Maske. Dann habe ich hier noch ein Kosmetiktäschchen. Das ist vom Mangoon. Zwei Bürsten habe ich hier noch. Dann habe ich hier noch so eine Rescue-Creme. Dann noch eine Handcreme von Essence. Eine Bodylotion von Balea. Dann hier noch eins von Impulse Vanilla Kisses. Und ja, dann habe ich hier noch ein Peeling. Das, was ich in meinem ersten Glossybox-Video drin hatte. Das Peeling Gommage. Das ist ja von, wie heißt es? Clairasil. Eine Handcreme von Balea. Dann da hinten hier noch mein Babypuder Essence Handcreme. Dann noch eine Handcreme. Da hinten habe ich noch eine Handcreme. Noch eine Handcreme. Was ist denn da? Noch eine Handcreme.
und Vaseline und mein Erfrischungsspray von Alverde. Ja, also ich finde, das ist ganz schön viel, aber naja, wir gehen mal weiter. Also hier, ich gehe jetzt Kasten für Kasten. Hier im ersten Kasten habe ich zwei Kabukis, der ist von Revive the Loop und der von Essence. Dann habe ich hier noch so eine Bindendose von DM und so einen Pinsel von P2. Hier sind meine ganzen Parfums und meine Ohrringkiste, also hier sind ein paar Ohrringe drin. Und ja, hier das ist zum Beispiel von Dolce & Gabbana, The One, hier meine drei Essence Parfums, dann You and Me von, weiß ich gerade nicht genau, hier Bruno Banani, hier das ist von Schlecker, dann DKNY, hier noch eins von Schlecker, dann Tommy Hilfiger, Jean-Paul Gaultier und Beyoncé und ja, hier ist dann noch so ein Spiegel. Besteckkasten, den habe ich von Ikea. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier habe ich meine ganzen Proben und Lippenpflege und sowas. Also hier ist noch so ein Deutschland-Mal-Dings. Dann hier Vaseline, Labello, noch ein Labello, Parfümproben. Darunter ist noch so ein Fleckenentferner. Dann noch ein Balea-Labello. Hier noch so ein Bebanthen, Nasen- und Augenbalsam, glaube ich. Ja, hier haben wir dann noch mehr von Burt's Bees, so ein Lip Balm, dann hier von Nivea noch so ein ganz altes Ding, das färbt aber auch schön. Und von The Body Shop habe ich noch solche Lip Balme, Lip Balms. Hier habe ich noch so einen kleinen Spiegel mit einem Herz drauf, ich weiß aber nicht, woher der ist. Und ja, das ganze Zeug. Hier hinten geht es dann schon zur Schminke, aber oh Gott, wie soll ich euch das zeigen? So, hier habe ich Concealer und Foundation und sowas, also hier von L'Oreal zum Beispiel so ein dieser Sticks da, die war mal in der Glossybox. Hier meine Catrice Allround Concealer Palette. Ein Make-up von Maybelline. Eine Eyeshadow Base von Manhattan. Dann mein Manhattan Concealer. Mein Augenbrauenpuder von Krylon. Hier mein Wimpernpuder von Essence. Und mein MAC Concealer. Ja, eigentlich könnte ich da auch noch mein Catrice Photo Finish Foundation Dings reinmachen. Und ja, gehen wir mal hier weiter. Hier habe ich Rouge und zwei Paletten. Hier habe ich ein Rouge von P2, alles Mögliche. Ich habe nicht so viel Rouge, aber ja. Essence, Alverde, Essence, M&Y, BM Beauty, Sleek, mein Flush Blush von P2. Hier ein Highlighter noch von Essence. So also eine alte Eyeshadow Palette von Catrice, die finde ich sehr schön. Dann hier meine Au Naturel, meine Storm Palette von Sleek. Hier geht es dann weiter. Hier habe ich meine ganzen Lippenstifte. Ja, also hier sind auch Lipglosse und alles, die liegen und stehen teilweise. Hier habe ich alles ein bisschen durcheinander. Ein paar ganz alte Essence Lippenstifte, P2, Catrice. Was ist das hier? Das ist Revive the Loop, Manhattan, Uhuhu. Dann noch einen von Maybelline, Essence. Also ganz wild durchgemixt. Hier habe ich dann noch ein Lipgloss. Und ja, hier noch ein Lipgloss von Kiko. Dann hier noch ein alter Lipgloss von Manhattan und einer von Essence. Und ja, das war es eigentlich so im Groben. Hier liegt noch einer von L'Oreal. Und mein Superstay Tinkers, den habe ich auch schon sehr lange nicht mehr getragen, weil irgendwie ist mir der zu kompliziert. Und ja, also so alles Mögliche liegt hier. Dieser Besteckkasten ist auch von Ikea. Ja, sind nicht einheitlich, aber was soll's. Sehe ich eigentlich auch nur so. Ja, kein Plan, stört ja niemanden anders. So, dann habe ich hier meine Monolidschatten. Hier sind die meisten von Catrice, hier zwei von Essence. Dann einer von Kiko, das ist so ein blauer. Jo. Und einer von Adeco, hier ein ganz alter von Catrice. Einer von Revive the Loop. Dann hier, den mag ich sehr, sehr, sehr gern. Das ist von Max Factor Burnt Bark, sehr, sehr schön. Von Wet n Wild.
so ein ganz heller. Der bröselt mir aber viel zu doll. Und ja, das war eigentlich meine Mono-Lidschatten-Abteilung. Dann habe ich hier meine Gesichtspuder und so. Hier ist ein Translucent Powder von Essence. Dann ein Highlighter-Set von Revive the Loop. Dann hier von Manhattan mein Clear Face Powder. P2 ein Bronzer. Dann jetzt haben wir noch so ein Sun Club Bronzer. Ist mir aber irgendwie zu orange, finde ich. Und dann noch so ein Schimmerpuder von Essence. Und zwei Pigmentabfüllungen. Einmal ist das von NYX Cornflower. Ne, das ist von MAC Cornflower. Und das hier weiß ich gar nicht. Und ja, da kommen wir schon zu den letzten zwei Abteilungen. Einmal hier meine Palettenabteilung oder das, was ich halt nicht so oft benutze. Einmal meine Essence Soul Sister Palette. Von Manhattan eine Beige Ballerina Palette. Auch eigentlich ganz schöne Farben, aber von der Qualität nicht so toll. Dann hier von Bijou, die hatte ich schon als kleines Kind. Zwei Pigmente von Essence beide. Dann, aber das war aus einer LE, dann die Vampire's Love LE Palette. Hier dann noch so Oil Control Paper vom Essence aus einer LE. Oh Gott, ich krieg das hier gar nicht raus. Und ja, dann hier noch von der 50s Girls Reloaded LE, so ein ja, Duo. Hier sind meine Gel Eyeliner und Creme-Lidschatten, also ein Gel Eyeliner von Essence, mein Color Tattoo in der türkisen Farbe von Maybelline, dann hier von Essence so ein Stay All Day Long Lasting Eyeshadow in Glammy Goes 2, glaube ich, dann hier mein toller selbstgemachter Gel Eyeliner, das Video verlinke ich euch, den hier, den mag ich sehr gern von Essence aus der Sun Club Edition letztes Jahr und oh Gott, hier dann noch den hab ich? Ja, das wusste ich ja gar nicht. Oh Gott, den muss ich mal wieder benutzen. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich den habe. Okay, dann noch so ein Made to Stay Long Lasting Eyeshadow. In welcher Farbe denn? Romance Gone Bad. Okay, ja, cool. Was man nicht alles so wiederfindet, ne? Und ja, dann noch einen in Lila. So, das war's eigentlich auch schon, glaub ich. Und ja, dann waren wir jetzt mit diesen ganzen Abteilungen hier fertig. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Dann haben wir hier noch zwei Briefe und zwei Paletten. Das ist einmal die Zoeva 96er Palette und die Zoeva Nude Palette. Das ist jetzt die Nude Palette. So, schöne, schöne Farben. Nur der hier ist mir rausgefallen. Und die Zoeva 96er Palette sieht so aus. Und ja. Also die bekommt ihr auf der Zoeva-Seite, aber ich glaube, die hier gibt es gar nicht mehr. Weiß ich aber gerade nicht genau. So, diese zwei Teile, das sind solche Stifthalter und die habe ich übrigens auch von Ikea. Hier haben wir zum Beispiel auch Lip Liner und sowas. Hier ein Lip Liner von P2 und ein Kajana von P2. Hier eine Eyeshadow Base. Dann noch ein Flüssiglidschatten von Essence. Und mein Jumbo Eye Pencil von NYX. Hier noch Mascaras. Also hier habe ich eine von Essence. Aber die ich eigentlich benutze, sind diese zwei. Und zwar, drei. Und zwar die Multi-Action von, die Multi-Action von Essence, die Smoky Eyes von Essence und die I Love Extreme von Essence. Und die anderen, die habe ich einfach nur so da drin. Hier sind noch zwei von Alverde, die gleichen. Die habe ich mal von Christina geschenkt bekommen. Dann hier noch die Get Big Lashes Waterproof. So, ich bin ziemlich aus der Puste und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr noch zu irgendwas Fragen habt, dann gern in die Kommentare, damit ich beantworte das sehr gerne. Ansonsten wird, glaube ich, noch ein All-Time-Favorites-Favoriten-Video kommen oder ja, ein Favoriten-Video meiner kompletten Schminksammlung, Pflegesammlung, halt alles, was ihr in diesem Video gesehen habt. Nagellacke jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ja, von allem, was ihr jetzt gerade so gesehen habt, also Handcremes und so und Lidschatten, Lippenstifte, Parfums und sowas. Und ich hoffe, also falls ihr das wollt, dann mache ich das und sonst würde ich es einfach machen, falls ihr, ja.
Schwamm drüber. So. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal.